Wolf Fuß begrüßt Sie sehr herzlich, liebe Zuschauer. Frank Buschmann ist auch mit dabei. Auch von meiner Seite hallo. Ich glaube, das wird heute eine interessante Angelegenheit. Die Fans gönnen sich keine Pause. Es herrscht eine unglaubliche Atmosphäre. Das reinste Spektakel. Aber so kennen wir das hier. Da die Einblendung. So will der Gastgeber heute starten. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Und jetzt ein Schuss. Gut abgeblockt. Gibt Einwurf jetzt. Da blieb keine andere Möglichkeit mehr. Jetzt vielleicht die Flanke. Gefährlich. Guter Versuch aus der Distanz. Da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Mit der besten Defensive der Liga im Rücken werden sie hier im Heimspiel natürlich selbstbewusst auftreten. Und damit haben sie natürlich beste Voraussetzungen für dieses Spiel. Klasse Druck gemacht. Weg ist der Ball. Da ist die Hereingabe. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Nein, der geht nicht rein. Das war knapp. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Da entscheidet er auf Vorteil. Da kommt der Pass. Den spielt er in den Lauf. Er versucht's und er macht ihn nicht. Wahnsinn! Stark von Ball geklärt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Gibt Einwurf. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Spielt den Ball direkt zurück. Er schießt. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Sie suchen die Lücke. Er ist frei, da kann was draus werden. Der geht nicht rein, jetzt. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Da hätten sie ihm helfen müssen. Erst hält er noch klasse, aber dann, was soll er machen, wenn die Verteidiger pennen? Hier nochmal dieser Treffer. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Soleimani. Oho. Wird das seine Torchance? Er kann ihn reinbringen. Schöne Aktion. Ja, das sah sehr gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da zieht er ab. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Den Ball hat er. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Oho. Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Keine Überraschung für mich, dass Sie hier getroffen haben. Für dich, Buschi? Nee, ganz und gar nicht, Wolf. Sie sind besser im Spiel und hatten ja schon einige wirklich gute Gelegenheiten. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Soleimani. Na, zu lang. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Da haben sie jetzt Platz. Der Einwurf könnte ihnen jetzt eine Chance einbringen. Die Möglichkeit zu flanken. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Oho! Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Eckstoß also. So, Ecke kommt. Oho! Jetzt vielleicht. Und Tor! Mit ganz viel Gefühl. Das macht er hier überragend. Ein toller Lupfer, ein klasse Abschluss. Und den musst du erstmal so machen, ganz stark. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeige. Ob diese Partie wirklich noch mal spannend wird? Für den Moment steht es hier 3:0. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Oho. Jetzt vielleicht die Flanke. Sehr stark vom Torwart. Den Kopfball hat er. Soleimani. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Und jetzt die Chance. Das war knapp. Von Berge. Soleimani. Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Da kann er sich den Ball holen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Er passt ihn auf den Flügel. Zieht ab. Da senkt sich der Ball nicht rechtzeitig und geht übers Tor. Hier sehen wir den Wechsel beim FC Thun. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Ballverlust.
Das ist ein Foul. Freistoß. Da können Sie erstmal klären. Soleimani. Oro. So natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Auf außen ist Platz. Ball draußen, gibt Abstoß. Also anhand der Gesänge kann man wohl davon ausgehen, dass die Fans grundsätzlich zufrieden sind mit ihrer Mannschaft. Da bin ich ganz bei dir, Wolf. Die Leistung der Mannschaft passt. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Soleimani. Oro. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Und da zeigt er ihn gelb. Kann man durchaus geben. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Und jetzt der Wechsel. Ah, da war die Verletzung so schlimm, er muss raus. Da gewinnt er den Zweikampf. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Da nimmt er ihm den Ball ab, sehr gutes Tackling. Super Pass. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Die Gäste werden wechseln. Man soll ja nicht zu früh loben, aber hier waren sie so überlegen. Das bringen sie auch noch über die letzten Minuten, da bin ich sicher. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Da trennt er ihn fair vom Ball. 6 Minuten haben wir hier noch. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Den Ball holt er sich. Was geht der für ein Risiko? Jetzt könnte er gelb-rot bekommen. Und zweimal gelb bedeutet in der Summe gelb-rot. Dumm, dass er hier so in den Zweikampf geht. Und da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das war eine gelbe Karte, ganz klar. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Super dazwischen gegangen. Da kommt der Pass. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Jetzt der Eckball. Und da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Tja, Buschi, wir hatten eigentlich mit einer ganz engen Partie gerechnet. Erstens kommt es anders und zweitens, Buschi? Ja, ganz anders. Ein einseitiges Spiel, schade. Also in so einem Duell erhoffst du dir natürlich Spannung pur. Sie haben sich hier den Sieg geholt. Ja, und eigentlich kommen sie ja über die Defensive. Sie stehen richtig gut. Heute waren sie auch noch eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Der Sieg also kein Wunder.
Er ist frei, da kann was draus werden. Der geht nicht rein. Jetzt will er. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Oho. Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. So, Ecke kommt. Oho, jetzt vielleicht. Und Tor mit ganz viel Gefühl. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Und da zeigt er ihn gelb. Kann man durchaus gehen. Was geht der für ein Risiko? Jetzt könnte er gelb-rot bekommen. Und zweimal gelb bedeutet in der Summe gelb-rot. Da kommt der Pass. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex.